Hello everybody and welcome to the grid. You have reached the next level. After the video, you will leave a shout out on 21. Think about what you can do for Bitcoin. And now, stay relaxed, lean back and go one step further into your independence. So, heute wollen wir mal mit einem Tutorial beginnen. Und zwar werden wir über die Bitcoin Core Software die Blockchain herunterladen und anschließend über ein neues Raspberry Pi von dort aus uns die Blockchain holen, damit wir nicht 7 Tage lang übers Tor-Netzwerk hier anfangen müssen, die Blockchain herunterzuladen. Spart viel Zeit, viel Nerven. Also am Anfang gehen wir auf bitcoin.org. Und ihr landet eigentlich direkt im Download-Bereich und könnt ihr für euer entsprechendes OS, was ihr habt, die Installationsvariante herunterladen. In meinem Fall war es hier einfach eine Windows-Exe, die ich ausgeführt habe. Also einfach Bitcoin Core installieren, den Instruktionen folgen zum Herunterladen. Ist wirklich kein Hexenwerk. Und dann fängt das eigentlich auch schon sofort an. Also an der Stelle einfach nur die Blockchain herunterladen. Ihr müsst da keine Wallet einrichten, keine Settings machen. Ihr müsst nur das Ziellaufwerk definieren, entweder auf der Partition C, also einfach den Installationsangaben folgen, oder wenn ihr eine andere Partition habt, bitte die dann auswählen. Denkt dran, ihr braucht einiges an Speicherplatz, also mindestens 500 GB sollten irgendwo frei sein. Nach einem erfolgreichen Download bitte einfach nur die Bitcoin Core Version schließen. Bitte unten rechts im Tray darauf achten, dass wirklich die Software geschlossen wurde. Ihr müsst nichts konfigurieren, großartig in dieser Software. Bitte nichts dort einrichten. So, bitte wie gehabt einfach nur euren Raspberry Blitz aufsetzen, starten, im Netzwerk suchen, connecten, wie gehabt mit SSH und dann landet ihr in diesem Interface. Wir wollen natürlich Bitcoin auswählen. Hier einmal mit OK bestätigen. Dann noch das entsprechende Prozedere abwarten. Ja, wenn also ein Checking läuft, vielleicht nochmal irgendeine Sanduhr, whatever, entlangläuft, einfach machen lassen. Bitte einen Namen vergeben. Dann denkt daran, hier Kennwörter zu vergeben. Alles bitte aufschreiben. Und wenn später eure Seeds kommen, ja, die natürlich auch aufschreiben. Also das sollte ja nichts Neues sein. Hier auch noch einmal die Platte formatieren. Wie gewohnt sind natürlich alle Daten danach weg. So, dann wird in Next4 die Festplatte formatiert und steht euch gleich bereit zum Upload von eurem anderen OS, ob es ein Linux ist, ein macOS, ein Windows, was auch immer. Also ihr bereitet jetzt einmal das Raspberry Pi vor, damit man gleich vom anderen System aus den Upload starten kann. Dann dürfte noch ein kleiner Check folgen. Bitte den auch nicht irgendwie skippen. Lasst einfach alles so laufen, denn ein wichtiger Part kommt gleich noch. Und zwar, ob ihr einen Sync starten wollt oder ein Copy. In unserem Fall wollen wir natürlich ein Copy starten. Wir wollen nämlich nicht über mehrere Tage irgendwas synchronisieren. Und dann bitte einmal natürlich auf Copy gehen. Hier dann bitte einmal das OS auswählen, von dem ihr aus einen Upload starten möchtet. In meinem Fall ist es Windows. Und die Seite ist ganz wichtig, denn hier steht noch einmal beschrieben, was ihr gleich machen müsst. Also ihr müsst einmal darauf achten, wo habt ihr die Blockchain auf eurem anderen Device abgelegt. Ja? Das heißt, ihr werdet gleich einmal auf, in meinem Fall Windows, ein Terminal öffnen, euch über CD dahin navigieren in diesem Bitcoin-Folder. Und müsste dann mit Copy, Paste und Execute bitte hier einmal folgendes Statement ausführen. Dieses SCP, Leerzeichen, minus R und so weiter und so fort. Denkt daran,
Hier müsst ihr die IP-Adresse eingeben von eurem Raspi Blitz, weil ihr wollt ja von Windows auf das Raspi Blitz die Chain synken, kopieren, wie auch immer. Genau. Dieses Fenster könnt ihr also auflassen und widmet euch jetzt eurem anderen Device. Oder wenn ihr alles zusammen in einem habt, ist auch schön, aber ich hatte jetzt nicht genug Platz auf dem Laptop. Also habe ich einfach noch eine andere Maschine dafür verwendet. Jetzt bitte ins Windows wechseln, ein Terminalfenster öffnen und wir werden das Directory wechseln. In meinem Fall auf eine andere Partition. Wie ihr gesehen habt, bitte hier ins Bitcoin-Folder navigieren. Nun kann man nochmal mit dir reingucken, was es denn da so alles gibt. Hier ist der Blocks-Ordner recht wichtig. Und nun nehmen wir uns die Syntax, die wir vorhin im Raspberry Blitz gesehen haben, mit SCP und so weiter. Bitte hier darauf achten, die Syntax korrekt einzugeben. Ich hatte hier einen kleinen Fehler, habe ich aber auch so gelassen. Ich habe nämlich nicht Blocks geschrieben, sondern nur Block. Das führt dazu, dass nur ein Teil heruntergeladen wird aus dem Ordner und nicht alles, was wir benötigen. Hier natürlich die IP-Adresse angeben von eurem Raspberry Blitz, habe ich ja vorhin schon erwähnt, weil wir wollen ja jetzt in diesem Fall von Windows zum Raspberry Blitz die Sachen uploaden auf die gerade frisch formatierte Festplatte. Dann kommt hier noch ein bisschen Geplänkel wegen dem Fingerprint, Passwort, also das Passwort eingeben, was ihr natürlich vorhin im Raspberry Blitz hinterlegt habt. Und dann geht's auch schon los. In meinem Fall hier kurzer Fehler. Das heißt, man müsste einmal nochmal ein bisschen aufräumen, die Festplatte formatieren. Sollte euch nicht passieren, also achtet lieber zweimal drauf, was in der Syntax steht. Und dann läuft genau dieser Prozess auch vernünftig durch. Hier noch ein kleiner Tipp. Ich hatte hier eine falsche LAN-Config und habe nicht die entsprechende Bandbreite zur Verfügung gehabt. Das habe ich später nochmal mit dem Ethernet-Kabel geändert und habe dann natürlich einen besseren Durchsatz. So, und wenn man dann auch mal das entsprechende Ethernet-Kabel holt und nicht über eine externe USB an WLAN-Antenne geht, was ich nur kurz zum Überbrücken genommen habe, dann klappt das auch mit dem Upload richtig. Ansonsten liegt ihr zwischen 6 bis 10 Mbit. Da braucht ihr aber ewig für. In diesem Fall, wenn ihr den Upload starten könnt und seid da roundabout 50, 80 Mbit los, dann hat bei mir der Sync ungefähr eine Stunde oder so gedauert. Also das ist hier ganz schön durchgeballert. Und dann war ich auch schon fertig. Also ich würde mal sagen, roundabout 26, 27 Stunden habe ich gebraucht mit Bitcoin Core aufsetzen, Bitcoin Blockchain herunterladen, kurz die paar Settings machen im Raspberry Blitz, dann im Windows den Upload starten. Wie gesagt, ich war ziemlich zügig fertig. Ja. Und zu guter Letzt sieht das dann so aus. Das letzte DAT-File wurde hochgeladen und die Kommandozeile wartet auf neue Eingaben. Aber an der Stelle müsst ihr eigentlich nichts mehr tun. Könnt euch jetzt voll eurem Raspberry Blitz widmen. So, nun sind wir mit Windows an der Stelle fertig. Können uns wieder unserem Ubuntu und dem Raspberry Blitz widmen. Wie gesagt, das Terminalfenster konntet ihr offen lassen und wieder unten steht, press enter if transfers is done or if you want to choose another option. An der Stelle können wir jetzt enter drücken. Dann wird nochmal ein obligatorischer Check losgehen. Hier bitte auch nicht skippen, lasst das Gerät in Ruhe arbeiten, bevor ihr da noch etwas durcheinander bringt oder irgendwas überspringt, was ihr nicht überspringen möchtet. Hier die entsprechenden Configs und wenn dann Reboot notwendig ist, einfach das Pi machen lassen. Und irgendwann wird dann auch wieder ein Service gestartet.
Und wie so oft kommt dann gleich nochmal ein obligatorischer Neustart. Und nachdem die ganzen Settings durchgespielt sind, das wird ein Weilchen dauern, könnt ihr eigentlich wieder über SSH connecten und landet in eurem Raspi Blitz-Menü. Beziehungsweise nochmal mit dem entsprechenden Kennwort C die Wallet hier freischalten. Oder das Wallet. Oder Ents Wallet. Bald weiß gar keiner mehr, was er sagen darf. Ist auch egal. Scheinbar im Netzwerk, aber ein Helfer in der Not. Sammle mich, ehre mich, halt mich ganz fest. Liebe mich, transferiere mich nicht und sieh, wie ich wachs mit Laseraugen. Einmal noch Node is syncing, abwarten und dann landet man auch schon wieder in seinem Menü. Die Zitadelle ist eröffnet, 51 Grad Celsius, voll im Rahmen und ihr könnt diese Node eigentlich ganz gut nutzen, auch mal für Tests. Ja, wenn ihr also schon im Besitz einer Node seid und wollt die nicht mit entsprechenden Kommandos betanken und daran herum experimentieren, eignet sich das ganz gut dafür, mit einer schmalen Mark, mit einem schmalen Euro, mit einem schmalen Dollar, mit einem schmalen whatever, einfach mal eine neue Node aufsetzen und daran ein bisschen herumexperimentieren. Dann hat man auch nicht so Bauchschmerzen und kann sich da mal ein bisschen dran auslassen. So, dann wagen wir doch nochmal einen kleinen Schnupperkurs. Wir können hier nochmal einfach Bitcoin Core updaten. Einfach mal loslegen. Also wer sich nicht so richtig traut und seine eigentliche Node nicht irgendwie verunstalten will, was auch immer, einfach loslegen. Testen. Trial and Error. Was anderes bringt euch nicht weiter. Besorgt euch entsprechende Tutorials, Manuals. Fragt in den Gruppen nach. In Klammern, spammt die nicht zu. Wartet erstmal ein Thema ab nach dem anderen. Und ja, hier einfach mal eine kleine Spielerei RTL installieren. Also wie man sieht,
Der komplette Prozess hat funktioniert. Ich werde auch noch mal in der Beschreibung hinterlegen, was ich wann, wie, wo gemacht habe. Bisschen stichwortartig zusammengefasst. Ich werde auch noch eine Verlinkung zu GitHub mit beilegen. Dürfte eigentlich nichts schief gehen. Wie schon vorhin erwähnt, roundabout 24, 27 Stunden habe ich gebaut, um alles fertig zu haben. Und nicht mehr 7 Tage. Wer also eine langsamere Internetleitung hat, muss natürlich mit anderen Zeiten rechnen. Wer auch eine HDD hat, muss vielleicht auch nochmal mit einer anderen Zeit rechnen. Hier ist alles mit einer SSD gelaufen, sowohl beim Blitz als auch bei dem Windows-System. Und wenn noch Fragen offen sind, einfach in den Kommentaren oder in den entsprechenden Kanälen mich oder andere anschreiben, die auch eine Expertise haben. Ich wünsche euch viel Freude, bis demnächst. Because it makes Bitcoin come alive.